Ja, herzlichen Dank für den netten Applaus. Ich freue mich, dass ich heute einen Vortrag mit meinem R2D2 hier halten kann und würde Ihnen gerne vorstellen, wie man zu so einem Hobby kommt. Die Hälfte hat man leider Gottes schon tatsächlich weggenommen. Es war also tatsächlich so, dass ich damals im Februar ins Kino reingegangen bin. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Das könnte ganz wichtig sein, wenn Sie herausfinden möchten, wie alt ich damals war, als ich ins Kino gegangen bin. Ich war also noch sehr klein, saß im Kino. Die Leinwand ging tatsächlich noch auf, da war ein großer Vorhang vorgespannt und dieses riesengroße Raumschiff flog rechts oben von der Ecke auf die Leinwand und ja, da war es im Grunde genommen um mich geschehen. Man sitzt im Kino und erlebt ein Märchen von George Lucas erzählt, was auch von den Gebrüder Grimm hätte sein können, gut gegen böse, am Ende wird die Prinzessin gerettet und ja, es hat einfach Spaß gemacht und es hat mich seitdem immer wieder fasziniert. Alle weiteren Teile habe ich dann tatsächlich auch, ja, sofort gesehen, als sie auf den Markt gekommen sind. Irgendwann ist dann auch mein Sohn auf die Welt gekommen und gemeinschaftlich hatten wir das Hobby Modellbau. Wir haben dann tatsächlich die Intermodellbau-Messe in Dortmund besucht, 2009. Und da hatte, es sind nicht die R2-Bilder, der R2-Builders Club einen Stand. Damals bestand er aus gefühlt drei Leuten mit dem ein oder anderen R2-D2. Und ja, wir waren davon so fasziniert, dass wir im Grunde genommen von der Messe runtergegangen sind, unser komplettes Hobby über den Haufen geworfen haben. Es war also nicht mehr interessant, Schiffe und Flugzeuge zu bauen. Wir wollten R2-D2 bauen. Ich muss meinem Sohn heute noch danken, dass er das tatsächlich so durchgezogen hat und wir dann tatsächlich Ende 2006 damit angefangen haben. Das war zu diesem Zeitpunkt noch sehr problematisch. Alle Informationen, die man kriegen konnte, bekam man im Grunde genommen nur in den USA. Und wenn man irgendein Teil brauchte, musste man eine E-Mail in die USA schreiben, hat so wie bei diesem Dom, den Sie hier sehen. Du kannst auch mal nach vorne fahren, R2. Ja, noch ein Stück. Man muss sich hier nicht schämen. Also das ist der Dom, diese Kuppel hier oben drauf. Die musste man damals in den USA bestellen und das hat tatsächlich anderthalb Jahre gedauert, bis sie da war. Mit wirklich erheblichen Problemen beim Zoll, als die erfahren haben, dass das Ding für ein R2-D2 sein sollte, wollten die den nicht rausrücken, weil da ja Rechte drauf sein können. Im Grunde genommen war es einfach nur eine schnöde weiße Kuppel, da hätten sie alles andere auch nehmen können. Mittlerweile ist es sogar so, dass der ein oder andere einen Weber-Grill benutzt, um tatsächlich diesen Dom zu bauen. Ja, ich möchte Ihnen einige Infos über einen R2 geben. Der erste Entwurf stand von Ralph McQuarrie und wurde von einer externen Firma gebaut. In allen Varianten dieses R2-D2s war es so, dass es insgesamt drei gab. Einmal ein Kenny Baker-Modell, in Episode 4 bis 6 ein reales Modell, so wie es hier im Grunde genommen steht. Und in der Episode 1 bis 3, also die neueren Teile, die unsere Kinder zuerst gesehen haben, war es ein völlig animiertes Modell. Insgesamt ist nicht bekannt, wie viele Modelle es tatsächlich gab. Sie haben vielleicht hier in der Ausstellung schon ein Modell gesehen. Wir wissen nicht genau, wo dieses Modell eingesetzt war. Es waren also wirklich unzählige. Ja, das Kenny Baker-Modell ist sicherlich eins der besonderen Modelle. Kenny Baker ist ein kleinwüchsiger Mensch. Man brauchte damals mangels Fernsteuertechnik die Möglichkeit, diesen R2-D2 zu animieren. Auch die Möglichkeit, sich fortzubewegen. Wenn Sie die Filme tatsächlich sehen, werden Sie feststellen, dass Kenny Baker immer in einem zweibeinigen Modell gesessen hat. Und das wird sehr deutlich an den Schläuchen, die man hier unten erkennt. Ich habe an einem Schlauch mal einen roten Pfeil dran gemacht. Kenny hat also tatsächlich seine Füße durch den R2-D2 gesteckt, durch die Schläuche und ist dann ja mehr in so einem Entengang nach vorwärts gewatschelt. Eine andere Bewegung war zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht möglich. Zwischendurch hat er dann auch noch mal den Kopf gedreht, vielleicht mal den einen oder anderen Arm rausgemacht. Das funktioniert bei diesem Modell sehr schön, ganz einfach über die Fernbedienung. Vielleicht. Okay. Ja, hier sieht man Kenny Baker tatsächlich auch nochmal. Ich habe ihn des Öfteren schon getroffen und tatsächlich über seine Erlebnisse mit ihm am Set gesprochen. Er ist ein ja mittlerweile alter Mann. Es geht ihm gut, sitzt zwar im Rollstuhl, aber es macht immer noch Spaß, sich mit ihm über diese alten Geschichten zu unterhalten. Eine davon war zum Beispiel, dass er häufig am Set einfach vergessen wurde. Also George Lucas hat irgendwann einfach mal Cut geschrien, wir machen jetzt 20 Minuten Pause, alle sind gegangen und Kenny saß immer noch in seinem Modell und keiner hat ihn da rausgeholt. ja gut, irgendwann wurde er dann doch gerettet, sonst wäre er ja heute nicht mehr da. Eine andere Geschichte ist, häufig war er tatsächlich während des Drehs überhaupt nicht so fröhlich wie hier auf diesem Foto. Er hat mir erzählt, dass diese Freundschaft zu C-3PO und dem Darsteller Anthony Daniels überhaupt nicht so war.
Anthony war wohl sehr überheblich, weil er tatsächlich in allen Teilen mitgespielt hat. Und es ist auch heute noch so, wenn sich beide hinter der Bühne treffen, die geben sich also kaum die Hand. Also eine wirkliche Freundschaft zwischen C3PO, also dem goldenen Druiden, und dem R2-D2 hat es da nie gegeben. Ja, das zweite Modell, das reale Modell, ist halt sowas, wie er hier gerade steht oder wie er halt in der Ausstellung ist. Das ist, denke ich, eins der schönsten Modelle. Es ist standsicher, fährt schön und macht Spaß, wenn er bei uns zu Hause im Wohnzimmer steht. Wir haben uns schon mal daran gedacht, den tatsächlich als Weihnachtsbaum einzusetzen und Kugeln dran zu hängen, aber naja, bis jetzt konnte ich meine Frau noch nicht so überzeugen. Ja, in den Episoden 1 bis 3, also die aktuellen Episoden, war R2 dann tatsächlich nur noch animiert. Sie sehen hier ein Vergleichsbild. Auf der rechten Seite ist, auf der linken Seite ist ein Realbild, auf der rechten Seite ein CGI, also ein computeranimiertes Modell. Das war damals in Ordnung. Heutzutage, wenn Sie das auf einer Blu-ray sehen, sieht das sehr künstlich aus. Also es macht nicht so viel Spaß wie diese realen Modelle. Ich weiß aus sehr sicherer Quelle, dass in Episode 7, also der Film, der jetzt anläuft, tatsächlich wieder reale Modelle eingesetzt wurden. Es ist für den Darsteller auch viel einfacher, sich mit einem Teil zu unterhalten, was gerade vor ihm auf dem Boden steht, als dass er irgendwo in eine Bluebox reinspricht und einfach keinen Ansprechpartner hat. Ja, als ich dann angefangen habe zu bauen, habe ich natürlich im Internet geforscht, wie man an irgendwelche Pläne drankommt, wie man so einen Dom bestellt, und bin dann sehr schnell auf die Internetseite von Dave Everett gekommen, www.astromech.net. Dave hat irgendwann 1999 einen Club gegründet. Das ist eine Internetgemeinde, die mittlerweile ca. 5000 Mitglieder hat, die völlig kostenlos ist und sich im Grunde genommen mit dem Bau von Astromech-Droiden beschäftigt hat. Sie sehen jetzt hier auf dem Bild einen R3. R3 zeichnet sich dadurch aus, dass er einen komplett durchsichtigen Dom hat. Also nicht wie dieses Modell einen silbernen Dom, sondern wirklich durchsichtig mit irgendwelchem Interieur. Kein Mensch weiß mehr, was da genau drin verbaut wurde. Manchmal hat man den Eindruck, es war tatsächlich so die Resteschublade, die da reingeschüttet wurde. Und ja, das ist heutzutage nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt diese Modelle auch nicht mehr. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine relativ große Beteiligung. Das heißt, wir sind in Nordrhein-Westfalen ungefähr 20 Bilder, die im Moment dabei sind, einen R2-D2 zu bauen. Weltweit ist es für uns nicht feststellbar, was wir tatsächlich an nachgebauten R2-D2s hier so rumfahren haben. Seit 2013, passend zur Celebration 2, gibt es auch ein deutsches Forum. Auch da ist die Mitgliedschaft völlig kostenlos. Dort kann sich jeder anmelden und Informationen sammeln, wie man tatsächlich R2-D2s baut. Ganz neu ist auch, wir haben eine eigene Rubrik für BB-8, also auch dieser Kugelroboter wird in Zukunft tatsächlich gebaut werden. Wenn man sich diese Pläne runterlädt, dann wird man feststellen, dass die tatsächlich auf der Grundlage der Filmmodelle entstanden sind. Das heißt also, man hat sich früher tatsächlich bemüht, jedes Mal, wenn irgendwo ein Modell ausgestellt war, mit dem Zollstock da dran zu gehen und nachzumessen und dann so nach und nach Pläne zu machen. Das hatte zur Folge, dass die ersten vielleicht gar nicht ganz so genau waren, weil man den Zollstock nicht dran halten durfte, sondern so einen halben Meter nur weg. Mittlerweile vermessen wir tatsächlich diese ausgestellten Modelle auch mit einer Fotometrietechnik. Das heißt, man fotografiert in die Bilder rein mit irgendeinem Referenzobjekt und fängt dann an, am Computer das Ganze rauszumessen. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, die würde ich Ihnen gerne vorstellen. Und zwar einmal ein Aluminium-Druiden, ein Materialmix, so wie er hier steht, oder ein Styrin-Kunststoffmix. Bei dem Aluminium-Druiden, so wie er jetzt hier in der Mitte steht, auf dem Foto, ist der Vorteil, dass er sehr originalgetreu ist. Also auch die Original-Druiden waren damals komplett aus Aluminium gefertigt. Der Nachteil ist das hohe Gewicht zwischen 70 und 90 Kilogramm. Man hat einen sehr geringen Modellbaufaktor, weil man mehr Bayer als Bilder ist. Das heißt, man muss sehr viele Zusatzteile einfach kaufen. Man ist technisch als Privatperson nicht in der Lage, diese Teile selbstständig herzustellen. Es ist, wenn man es dann machen möchte, ein großer Maschinenpark erforderlich. Also im Mindestenfall eine CNC-Fräse, eine CNC-Drehbank und alles andere, was man so zu Hause rumstehen hat. Naja, und der sehr hohe Preis, der schreckt natürlich auch ab. Wenn man also in den USA alles für diesen R2-D2 bestellen würde, was es irgendwo noch gibt, hat man den noch nicht zusammengebaut und ist sicherlich bei über 15.000 Euro. Ja, kommen wir zu dem Styren-Modell. Das Styren-Modell ist eine Neuentwicklung von uns, die wir im Club geschaffen haben. Es ist so, dass man einen weichen Kunststoff benutzt. Den habe ich auch mal mitgebracht. Diesen Kunststoff können Sie zu Hause am Wohnzimmertisch bearbeiten. Man nimmt einfach ein Cuttermesser, schneidet an den Linien entlang von den Plänen, die man sich runtergeladen hat, und kann das dann anschließend einfach so brechen. Dann klebt man das Ganze zusammen und irgendwann sieht das so aus wie ein R2-D2.
Vielleicht nicht ganz so schnell wie hier, aber es ist halt eine sehr günstige Variante. Bis der dann tatsächlich fahrbar ist, hat man vielleicht so 2000 Euro ausgegeben und man kann tatsächlich in naja, 3 bis 6 Monaten damit fertig sein, wenn man jeden Tag so 8 Stunden dran arbeitet. Das Ganze hat einen sehr hohen Modellbaucharakter. Das heißt, man kann mit der ganzen Familie zu Hause abends am Wohnzimmertisch sitzen und anfangen, diese Teile zu schneiden. Muss man auch, wenn man nur 8 Stunden arbeitet. Sonst wird man mit dem Teil leider Gottes doch nicht so schnell fertig. Ja, es ist fast kein Maschinenpark notwendig. Man nimmt also tatsächlich ein Cuttermesser, Klebe, den einen oder anderen Winkel, vielleicht einen Akkuschrauber und bekommt dann hinterher ein ja, fahrbares R2-D2-Modell. Gewicht liegt dann zwischen 25 und 40 Kilo, also leicht zu handeln. Die Nachteile sind dabei nur UV-Beständigkeit. Das Modell muss also komplett lackiert werden. Es reicht also nicht, die weißen Platten einfach so zu lassen, sondern sie müssen irgendwie einen UV-Schutzlack aufbringen, weil sonst der Weichmacher aus diesem Modell rausgeht. Und ja, wir haben absolut keine Langzeiterfahrung damit. Ich weiß nicht, wie der sich verhält, wenn der jetzt tatsächlich die nächsten paar Male über irgendwelches Kopfsteinpflaster gefahren ist. Es kann auch sein, dass da irgendwann irgendwas bricht. Aber auch dann hat man wieder einen Modellbaufaktor. Das war vorher nicht fest genug, also muss man es reparieren und ist dann anschließend wieder damit fertig und glücklich. Ja, bei diesem Modell, eben einem Materialmixmodell, ist es so, dass ich den tatsächlich aus so ziemlich allem gebaut habe, was gerade zu Hause rumlag. Also da ist Aluminium drin verbaut für die Haut, Kunststoff für den Dom, den ich selber mittlerweile tiefziehen kann auf einer ziemlich großen Tiefziehmaschine. Sie wissen jetzt nicht, was eine Tiefziehmaschine ist. Sie müssen sich einfach einen Leisten vorstellen, über den man heißgemachten Kunststoff spannt. Dann saugt man die Luft darunter mit Vakuum ab oder mit einem Staubsauger ab und dann entsteht da so ein Dom raus. Dann setzen sich die nächsten 3-4 Tage hin und schneiden mit dem Dremel die ganzen Klappen da rein und dann ist der hinterher fertig. Es ist also nur ein kleiner Maschinenpark erforderlich. Den Dom kann man auch tatsächlich immer noch in den USA bestellen für, ich glaube, $200 mittlerweile. Nachteil an diesem Modell ist auch wieder das Gewicht. Der wiegt so zwischen 50 und 70 Kilo. Ich habe ihm letztens neue Batterien spendiert, bin von Bleigel-Akkus auf Lithium-Ionen-Akkus, also so wie die in den Handys verbaut werden, gewechselt. Und ja, das hat man eben 30 Kilo abgenommen. Also vorher hat er 100 gewogen, jetzt noch irgendwo so bei 70 Kilo. Sieht man dir gar nicht an. Ja, zu erkennen ist so ein Materialmix R2-D2 im Grunde genommen nach dem Lackieren überhaupt nicht mehr. Ich habe hier mal einige Fotos gemacht. Sie können hier ganz deutlich die Holzbeine erkennen, die Stahlfußgelenke, die ich verbaut habe und, glaube ich, viel zu groß dimensioniert sind. Die werden sein Leben lang halten. Der Kunststoffdom, die Aluminium-Außenhaut und auch der Antrieb aus Aluminium ist selber gebaut worden und kreiert worden. Da steckt was aus kleinen Elektroscootern drin. Wir haben den mal durch die Polizei messen lassen. Er fährt tatsächlich 22 km/h schnell. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der ja, immer noch seine 70 Kilo tatsächlich auf die Waage bringt, ist das also nicht langsam. Ja, auf diesem Bild, ich habe jetzt einige Bilder zusammengestellt, aus denen Sie sehen können, aus welchen Materialien er gebaut wurde. Diese Streben, die Sie hier auf den Bildern sehen, sind tatsächlich Bestandteil des Frames, also des Rahmens, um den hinterher alles gebaut wurde. Man benutzt dann eine Oberfräse, um die Rundung für den Körper auszufräsen. Das ist ein Teil der Beine mit einem Metallflansch, um die Kräfte, die sich in der Kurvenfahrt auswirken, auf die andere Seite zu übertragen. Ja, auf diesem Bild sieht man, dass er tatsächlich das erste Mal auf seinen eigenen Beinen stand und da ist er auch tatsächlich das erste Mal gefahren. Ja, und das ist der Dom, so wie ich es gerade schon gesagt hatte, tief gezogen. Man nimmt dann entweder einen Dremel oder eine kleine Eisensäge und fängt an, diese Panels, die da drin sind, auszusägen. Das war eine sehr mühselige Arbeit und wenn man 1,5 Jahre auf so ein Teil gewartet hat, möchte man ja auch, weiß Gott, nichts verkehrt machen. Ja, und da ist er das erste Mal zusammengebaut, ohne die Außenhaut noch und nicht lackiert. Ja, so sieht er fertig aus. Ich meine, Sie können ihn auch hier sehen, aber ich fand das Bild sehr nett. Das war bei einem Unboxing-Event in Berlin. Da bin ich mit R2-D2 im Lastenaufzug stecken geblieben und ich hatte Zeit. Da habe ich dann halt dieses Foto gemacht und ich finde das auch echt gelungen. Ja, häufig werde ich gefragt, wie original muss so ein R2-D2 denn tatsächlich sein? Also was muss ich dann Arbeit drin investieren? Kommt es da auf einen Millimeter drauf an? Oder welche Maße sind da tatsächlich entscheidend? Das ist alles
vom Prinzip her, ich will nicht sagen egal, also wenn man den Durchmesser einhält und ungefähr die Größe hat, passt das schon alles. Die haben damals im Fernsehen auch nicht so viel Wert darauf gelegt. Sie sehen hier mehrere R2-D2-Modelle, die tatsächlich in einer Episode so nebeneinander standen. Diese beiden Szenen sind in stammen aus unterschiedlichen Aufnahmen und wenn Sie sich die Schulterpartie angucken, sehen Sie in Fahrtrichtung gesehen, genauso wie bei diesem Droiden, die beiden Knöpfe, bei dem ist wieder andersrum, okay, die beiden Knöpfe nach vorne gerichtet und einige Szenen später in diesem Modell beide Knöpfe nach hinten. Also auch im Fernsehen hat man da überhaupt keinen Wert drauf gelegt, wie dieser Droide tatsächlich ausgesehen hat. Das ist ein Hinweis für uns, dass es ganz viele unterschiedliche gab. In einigen Szenen sind die Arme von R2-D2 nicht lackiert. Es gibt welche, da ist auf dem Rücken tatsächlich eine komplett silberne Partie. Also teilweise ist sogar der Skinspiegel verkehrt aufgebracht. Wenn man die also sich im Nachhinein alle anschaut, sind diese Droiden sehr unterschiedlich und deswegen wissen wir auch nie genau, was so richtig 100% original ist. Ja, wo stammen diese Teile her? Ich denke, das ist auch noch ein relativ interessanter Faktor. Gerade hatte ich erwähnt, dass man den Eindruck hatte, dass die häufig einfach die Restekiste ausgekippt haben und dann ist da ein R2-D2 raus entstanden. An diesem R2-D2 sind drei Holoprojektoren eingebaut. Die sitzen oben im Dom. Diese Holoprojektoren stammten tatsächlich aus einem Flugzeug und dienten dort als Leselampe. Sie kennen diese Dinge alle. Auch in Bussen wurden die verbaut. Sie haben über sich gegriffen, konnten da in irgendeiner Form den Zoom dieser Lampe einstellen, vielleicht auch die Helligkeit einstellen. Und davon wurden einfach drei Stück genommen, oben in den Dom reingesetzt und ab dann waren das Holoprojektoren. Wenn Sie diese Dinger heutzutage kaufen möchten, bezahlen Sie ca. $1000 pro Stück. Das ist also ein absoluter Wahnsinn und wird damals wirklich Schrott gewesen sein. Man findet diese Holoprojektoren in ganz vielen Szenen, auch in anderen Raumschiffen noch tatsächlich verbaut. Wenn wir das jetzt als Modellbauer machen, können wir nicht 3000 Euro alleine in den Dom für Holoprojektoren reinstecken. Das heißt, man fertigt einen an, macht eine Silikonform davon und gießt ihn dann ab. Und unten sieht man jetzt einen Nachbau oder so, wie er hier in diesem verbaut wurde. Das funktioniert auch. Die sind wirklich eine 1:1 Kopie. Ja, ähnlich ist es mit dem Coinslot. Der Coinslot sitzt hier vorne im R2-D2. Wie es der Name schon sagt, das Ding stammt aus irgendeinem Automaten und war tatsächlich der Münzeinwurf. Wir wissen nicht, aus welchem Automaten, aber nachweislich ist es tatsächlich aus einem Automaten geklaut worden und dann in den R2-D2 verbaut worden. Ebenso ist es mit dem Coin Return, der sitzt ein Stück tiefer, kennen Sie auch alle. Da kommen die Münzen nämlich wieder raus, wenn man die in den Automaten geschmissen hat und die nicht passen. Hier funktioniert das nicht. Ich habe die Dinger zugemacht. Da gibt es ganz viele, die da tatsächlich was reinstecken wollen. Ja, ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, wir stellen die Teile größtenteils selber her. Man macht also einmal eine Formvorlage, um anschließend die Teile mit einem Silikon abzugießen. Und dann gießt man in die Silikonform einen Resinharz. Das ist ein Kunststoff aus zwei Komponenten. Mischt vielleicht noch ein bisschen Aluminiumpulver dazu, damit man den hinterher überpolieren kann. Dann sehen die Teile aus wie Aluminium und quasi fast wie original. Ja, auch bei uns zu Hause hat schon ein 3D-Drucker Einzug gehalten. Viele Teile werden ganz einfach nur noch am 3D-Drucker, also am PC gezeichnet und am 3D-Drucker anschließend hergestellt. Für diese Knurled Hose Fittings, die sitzen unten an den Füßen, ich weiß nicht, da kann man es sehen, halten die Schläuche, die Foot Hoses, braucht so ein 3D-Drucker gerade mal 2 Stunden, dann werden die noch lackiert und ist im Grunde genommen damit fertig. Man muss also gar nicht mehr so viel handwerkliches Geschick da reinsetzen. Diese Teile sind auch als Download auf unserer Internetseite verfügbar, also der Materialnachschub ist da tatsächlich gegeben. Ja, auch heute war es wieder so, man fährt draußen mit dem R2-D2 rum. ganz viele Kinder stürmen auf einen zu. Meistens fragen die Väter zuerst, was kann der denn überhaupt? Ja, dann bei den Vätern reicht in der Regel, dass man sagt, ja, vorwärts, rückwärts, der kann den Kopf drehen, die Arme rein und raus machen, die Klappen bewegen. Die Frauen kommen dann meistens und haben da noch ganz andere Fragen. Wichtig für mich ist in erster Linie, dass so ein R2-D2 Kinderaugen zum Leuchten bringen kann. Sie werden das erleben, wenn ich mit dem R2 nach draußen fahre. Das dauert in der Regel nur wenige Minuten und dieser R2-D2 ist von Scharen an Kindern umgeben und möchten gerne Fotos haben. Dieser R2-D2 ist quasi everybody's darling. Ja, auf dem zweiten Foto sieht man einen kleinen Jungen, der vor dem R2-D2 steht. Wir haben dort ein Event im Legoland in Günzburg gehabt. Und dieser Junge kam am ersten Tag auf den R2-D2 zu, hat den dann für 8 Stunden nicht mehr aus den Augen gelassen. Und man wird es nicht glauben, ich unterhalte mich gerade mit der Mutter da im Hintergrund, die kam am zweiten Tag nochmal und der stand wieder 8 Stunden vor dem R2-D2. Der war also derart fasziniert, der hat die Mutter nicht in Ruhe gelassen. Die musste also wirklich das zweite Mal einen Eintritt in Kauf nehmen und ist ins Legoland gekommen und hat dann mit ihrem Sohn R2-D2 angeschaut.
schön war, dass wir da mit mehreren R2-D2s waren und er nicht gemerkt hat, dass wir zwischendurch mal gewechselt haben. Ansonsten wäre man damit nicht fertig geworden. Ja, dann gibt es noch eine Szene von R2-D2 in einem Film. Diese Szene dauert circa 10 Sekunden, aber da fragt eigentlich jeder nach, kann der auch fliegen? Ja, kann er. Und zwar in einer Ultraleicht-Version, so wie Sie das hier sehen. Wir haben das zu Hause ausprobiert. Der kann natürlich nicht fliegen, außer vielleicht von der Bühne. Bei dem ist es so, der wiegt im Moment ungefähr 1000 Gramm. Da ist ein Quadrocopter drin verbaut worden. Und somit kann man mit diesem R2-D2 auch fliegen. Der ist noch nicht ganz fertig, weil ich das erst einmal ausprobieren wollte. Wenn man also ganz viel Arbeit da reinsteckt und das Ding fliegt hinterher nicht, wäre das sehr schade gewesen. Also er ist noch nicht lackiert, aber er fliegt. Und auf dem nächsten kann man sehen, was kann so ein R2 eigentlich nicht. Fliegen, und zwar in einer Ultraleicht-Version. Also ganz so einfach ist das dann doch nicht. Das hat was mit Gewichten zu tun und Wind und was da alles so zusammenkommt. Ich glaube, das wird nur ein Indoor-Modell. Draußen im Garten brauche ich da nicht nochmal mitfliegen. Ja, eben hatte ich schon gesagt, Frauen fragen ganz andere Fragen. Ich habe das dann zu Hause mal ausprobiert. Man kann jetzt nicht einfach sagen, der kann nicht staubsaugen und der kann nicht spülen. Aber Sie sehen hier selber auf den Fotos, der kann einfach nicht spülen, weil er mit seinen Armen da gar nicht drankommt. Und er wüsste bei unserer Spüle auch überhaupt nicht, was er da spülen würde. Also er ist eigentlich viel zu klein und er kommt nicht dran. Ja, und mit dem Staubsauger, das hat auch nicht funktioniert. Der kann einfach diesen Rüssel nicht festhalten. Also das sind zwei Sachen, die so ein R2-D2 definitiv nicht kann. Dieses Modell ist das Einzige, was im Moment tatsächlich noch ein Laserschwert verschießen kann, hat aber auch keinen praktischen Nutzen. Also ja, da gibt es eine nette Geschichte. Wir waren auf den Lipper-Modellbautagen in Bad Salzuflen und ProSieben ist gekommen und wollte einen Film drehen, wie der das Laserschwert verschießt. Wir haben das 20 Mal probiert, es ist nie was schief gegangen. Beim 21. Mal ist das Laserschwert oben auf einer Traverse liegen geblieben und wir mussten während der Messe tatsächlich einen Hubwagen holen, der das dann da wieder runtergeholt hat. Das war hinterher der größere Aufhänger für ProSieben, als dass der tatsächlich ein Laserschwert verschießen kann. Aber gut. Ja, ich würde Ihnen gerne noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Wenn man tatsächlich sich mit dem Druidenbau beschäftigt, schaut man sich auch automatisch die anderen Teile an. Im Hintergrund sehen Sie hier einen Treadwell-Druiden, den ich gebaut habe. Der kommt auch nur in einer Szene ganz kurz vor. Das war ein Schnellbauprojekt, weil den sich jemand gewünscht hat. Ja, und im Vordergrund ist es halt BB-8. BB-8 haben Sie vielleicht schon in den neuen Trailern gesehen, ist eine große Kugel, von der wir im Moment noch nicht ganz genau wissen, wie groß diese Kugel tatsächlich ist. Und ja, wir werden sehen, wie man den tatsächlich dazu bekommt, dass er sich bewegt. Ich bin da guter Dinge. Die Kugel ist schon existent. Der Dom ist auch schon fertig 3D gedruckt und muss jetzt alles noch lackiert werden. Die Mechanik steht auch. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es funktioniert, aber das wird schon irgendwie klappen. Okay, jetzt habe ich gerade das Zeichen bekommen, dass ich fertig werden sollte. Sie werden es nicht glauben. Herzlichen Dank.